Dennis, Double habt ihr ja schon länger geholt. Heute noch mit einem Kantersieg die Saison abgeschlossen. Wie sind die Gefühle? Ja, es ist überragend, was soll ich sagen. Darauf haben wir das ganze Jahr hingearbeitet. Ne? Ich meine, letzte Woche haben wir schon ordentlich gefeiert in Wiesenthal. Heute war nochmal das i-Tüpfelchen. Wir haben nochmal Gas gegeben, wir wollten nochmal alles rausholen. Ja, was soll ich sagen? Respekt vor dem Gegner. Ich meine, die haben jetzt 10 bekommen. Ich hoffe, die schaffen es trotzdem in der Liga zu bleiben. Aber wir wollen heute trotzdem Gas geben, so viele Tore machen, wie es geht noch, um zu zeigen, okay, wir sind verdient aufgestiegen. Und ich denke, das hat man dann auch gesehen heute nochmal. Du hast heute ein paar Rekorde gebrochen, ein paar Vereinsrekorde. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, was das für Vereinsrekorde waren? Ich habe es erst während dem Spiel mitbekommen, dass der Rekordtorschütze 30 Tore gemacht hat in der Saison in Neudadt. Was ich aber ehrlich gesagt, ist mir das scheißegal. Das ist so unnötig wie alkoholfreies Bier, also das juckt mich nicht mehr. Wir sind gemeinsam aufgestiegen, darüber freue ich mich, ob ich jetzt 30 Tore gemacht habe oder 20. Ich meine, wir sind ein Team und deswegen freue ich mich für alle und nicht für mich. Ich freue mich natürlich, dass es so gut geklappt hat bei mir persönlich, aber im Endeffekt hat man gesehen, wir haben die beste Abwehr, wir haben den besten Sturm. Also ich nicht allein habe es geschafft, sondern die Mannschaft und ich freue mich einfach für alle. Also kurzes Fazit der Saison? Überragend. Von Anfang bis zum Ende. Ich denke, verdient aufgestiegen. Nächstes Jahr geht's weiter. Dennis, ich danke dir vielmals für das Interview und viel Erfolg. Danke dir. Ciao.